Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite einen guten Abend. Jetzt haben wir den Rettungswagen gerufen. Was passiert denn jetzt eigentlich? Hippokrates, der seinerzeit den Begriff der Apoplexie geprägt hat, 400 vor Christus, hat damit ja einen Zustand bezeichnet, der wörtlich bedeutet, von den Göttern getroffen. Und ich denke, das ist ganz passend für die Haltung, die man als Hippokrates Arzt war und auch noch viele Generationen später dem Schlaganfall gegenüber haben musste. Man war nämlich vollkommen machtlos und diesem übermächtigen, von den Göttern gegebenen Zustand ausgeliefert. Erfreulicherweise ist es heute anders. Wir haben Möglichkeiten, den Schlaganfall zu behandeln und in gewisser Weise auch kausal anzugreifen. Ich möchte heute mich beschränken hier auf Therapien und die Schritte, die notwendig sind, wenn es um den ischämischen Schlaganfall geht, also um den durch einen Gefäßverschluss verursachten Schlaganfall. Bei den Blutungen sind die therapeutischen Implikationen noch etwas anders. Das würde unseren zeitlichen Rahmen hier sprengen. Es gibt für die Behandlung des ischämischen Schlaganfalls im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der Akuttherapie. Das eine ist ein mechanisches Verfahren, die sogenannte mechanische Thrombektomie, bei der, wie der Name schon sagt, das Blutgerinnsel auf mechanischem Wege aus dem Körper entfernt wird. Dazu wird Frau Privatdozentin Neumeier im nächsten Vortrag gleich noch umfassend berichten. Ich möchte mich jetzt konzentrieren auf die sogenannte intravenöse Thrombolyse, das eigentlich erste Verfahren zur Akutbehandlung des Schlaganfalls. Bei dieser Behandlung wird ein Medikament verabreicht, die sogenannte Alteplase, die im Körper in die Gerinnungsprozesse eingreift. Und was dieses Medikament macht, sehen Sie hier einmal. Das Medikament hier symbolisiert durch diese grüne Form, setzt eine Kaskade von Prozessen in Gang, an deren Ende die sogenannte Fibrinolyse steht. Also die Auflösung eines Blutgerinnsels und dadurch eben wieder die Ermöglichung eines geregelten Blutflusses im Gefäß. Dieses Medikament wirkt allerdings systemisch. Man spricht auch von der systemischen Thrombolyse. Das heißt, das wirkt nicht nur zwingend an der Stelle, wo das Blutgerinnsel ist, sondern kann im ganzen Körper die Gerinnung mit beeinflussen. Und daraus ergeben sich bestimmte Gegenanzeigen, Kontraindikationen, bei denen die Thrombolyse nicht eingesetzt werden darf. Zum Beispiel bei Gerinnungsstörungen oder wenn jemand schon gerinnungshemmende Medikamente, sogenannte Blutverdünner, einnimmt. Dann können Sie sich vorstellen, wenn zu einer Situation, in der das Blut schon verdünnt ist, noch ein Medikament kommt, was die Blutgerinnung weiterhin Richtung Verdünnung verändert, dann kann das natürlich Blutungen zur Folge haben. Das sind dann Kontraindikationen. Auch aktive Blutungen oder kürzlich stattgehabte Blutungen, zum Beispiel im Kopf oder auch im Bauchraum, größere Operationen verbieten den Einsatz einer Thrombolyse. Außerdem ist es so, das haben Sie schon von Herrn Professor Eisele gehört, wächst ja der Infarktkern im Gehirn mit zunehmender Zeit. Und das Hirngewebe wird dadurch fragil. Wenn dann allerdings wieder Blutfluss entsteht, möglich ist und dieses Blut eben sehr verdünnt ist, dann kann das auch im Bereich des Infarkts zu Einblutungen führen. Und das führt dazu, dass die Thrombolyse nur in einem gewissen Zeitraum nach Beginn der Symptome verabreicht werden kann. Das sind üblicherweise 4,5 Stunden zwischen Beginn der Symptome und dem Beginn der Therapie. Also man hat nicht viel Zeit. Und deswegen ist die Zeit so ganz wichtig. Das haben wir eben schon gehört, es geht immer Zeit, 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 schnell, schnell, den Rettungswagen rufen. Und das ist auch für die Therapie ganz wesentlich, das habe ich Ihnen hier einmal mitgebracht. Es geht gar nicht so um die Details in dieser Abbildung, aber Sie sehen im Wesentlichen auf der X-Achse unten die Zeit zwischen Beginn der Schlaganfallsymptome und dem Beginn der Therapie, in diesem Fall der Thrombolyse. Auf der Y-Achse sehen Sie die Chance, mit der die Patienten einen Schlaganfall gut überstehen. Das heißt, entweder ohne Behinderung oder nur mit geringer Behinderung. Und Sie sehen weiterhin, je mehr Zeit vergeht von Beginn der Symptome bis zum Beginn der Behandlung, desto mehr sinken die Chancen auf ein gutes Überstehen des Schlaganfalls. Also nach 60 Minuten sieht das noch ganz gut aus, nach 6 Stunden schon nicht mehr.
Und wenn man diese X-Achse vor allem noch verändern würde und wir würden dort noch 20 Minuten oder 40 Minuten sehen, dann wäre das Bild noch viel dramatischer. Aus diesem Grund spricht man auch in der Schlaganfalltherapie von der sogenannten goldenen Stunde. Das heißt, unser Ziel ist, innerhalb der ersten 60 Minuten nach Symptombeginn mit der Therapie zu beginnen. Dann ist in der Regel die Chance auf ein gutes Outcome am allergrößten. Das Ganze ist auch so dargestellt für die Thrombektomie. Auch hier geht es darum, schnell zu beginnen und dann auch zügig zu arbeiten. Das sieht man hier einmal, die Abhängigkeit von einem guten Verlauf. Das sind jeweils die oberen Zeilen neben den Uhren und auch die Häufigkeit von Komplikationen, je nachdem, wie lange eine Prozedur, die Thrombektomie, zu der Sie gleich noch etwas hören werden, dauert. Also wenn man richtig flott ist, innerhalb von 15 Minuten ein Gefäß wieder eröffnen kann auf mechanischem Wege, dann sind die grünen Balken, die hier ein gutes Outcome repräsentieren, noch relativ breit. Wenn es allerdings länger dauert, eine Stunde oder noch länger, dann sinken diese Chancen. Im Gegensatz dazu steigt allerdings dann die Komplikationsrate, zum Beispiel Gefäßverletzungen oder Einblutungen. Das heißt also, es muss schnell gehen. Insbesondere eben in diesen ersten Gliedern und Abschnitten der Schlaganfallrettungskette, die eben mit der Symptomerkennung, mit der korrekten Symptomerkennung und dann dem richtigen Handeln beginnt, über die Versorgung dann vor Ort, zumeist eben durch Rettungsdienste, manchmal geht man auch zum Hausarzt und nicht selten stellt sich doch auch ein Schlaganfallpatient auch mit einem akuten Syndrom in der Notaufnahme vor. Und dann letztlich kommen die Patientinnen und Patienten zu uns mit diesem Schlaganfallverdacht in die Notaufnahme und dort, was dort passiert, zeige ich Ihnen gleich. Das Tempo dort ist relativ hoch, deswegen liegt hier auch so ein bisschen der Fokus meiner Ausführungen. Dort bleibt oft nicht ausreichend Zeit, den Betroffenen und den Angehörigen zu erklären, warum man etwas macht und was man genau macht. Später ist das Tempo nicht mehr ganz so hoch, da ist auf Station etwas mehr Zeit, aber ich werde auch auf diesen Bereich in der Patientenreise kurz eingehen. Ganz wichtig für uns noch ist natürlich diese Schnittstelle zwischen der präklinischen Versorgung und dem, was wir dann in der Klinik machen. Das ist ganz wichtig für uns, zum Beispiel vorab schon zu wissen, wer wird uns geschickt, was hat der für Beschwerden, seit wann bestehen die Beschwerden, gibt es eventuell irgendwelche Gegenanzeigen gegen den eventuellen Einsatz von Akuttherapien. Und das kriegen wir am besten schon vorab von den Rettungsdiensten übermittelt. Wenn nicht, dann ist das so ein ganz wesentlicher erster Schritt, wenn jemand in die Notaufnahme mit Schlaganfallverdacht gebracht wird. Also die Anamnese zu erheben, die Krankengeschichte zu erfahren. Das ist ganz wichtig. Ich hatte schon das Zeitfenster kurz erwähnt, also die Zeit zwischen oder die verstrichen ist, seitdem die Schlaganfallsymptome bestehen. Und das ist ganz wesentlich und ein ganz wesentlicher Unterschied, ob wir jemanden vorgestellt bekommen, der zum Beispiel seit dem Erwachen schon ein Schlaganfallsymptom bemerkt hat, eine Halbseitenschwäche oder Ähnliches. Da müssen wir ganz anders vorgehen, was die Diagnostik angeht, als bei jemandem, der zum Beispiel morgens aufgewacht ist, noch unauffällig gefrühstückt hat und dann im Verlauf ein Schlaganfallsyndrom entwickelt hat. Das wird unsere weitere Diagnostik ganz wesentlich beeinflussen und ist deswegen für uns ganz essentiell zu wissen. Und deswegen fragen wir, und das nervt manchmal die Rettungsdienste und dann werden noch die Angehörigen angerufen, aber wir müssen das einfach ganz genau wissen. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, dass wir schauen, was hat der Patient, was hat die Patientin für Einschränkungen. Also wir müssen eine klinische Untersuchung vornehmen, um die Schlaganfallschwere auch zu bestimmen. Diese Untersuchung geht in der Regel recht schnell, erfasst aber alle wesentlichen Funktionssysteme, die Sie vorhin ja schon auch vermittelt bekommen haben, also die Bewegung, das Empfinden, Sprechen und das Sehen. Und wir haben dafür etwas Hilfe, wir nutzen dafür eine Skala, die sogenannte NIH Stroke Scale, die spuckt am Ende oder wir berechnen am Ende einen Wert, der die Schlaganfallschwere angibt. Warum reicht es nicht zu sagen, jemand ist leicht betroffen, mittel betroffen, stark betroffen? Nun, das ist natürlich wichtig, wenn zum Beispiel Herr Dr. Meyer in der Notaufnahme einen Patienten behandelt und den zum Beispiel thrombolysiert und Frau Dr. Müller nachher auf der Stroke Unit wissen möchte, hat das alles denn was gebracht? Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man Zahlenwerte hat, die man vergleichen kann. Und deswegen nutzen wir diese Skala.
Parallel zum Teil schon, beziehungsweise unmittelbar danach, folgt dann eine Reihe von diagnostischen Maßnahmen. Dazu gehört apparative Diagnostik, aber auch Laborchemie, also eine Blutentnahme. Die ist wiederum wichtig natürlich, um zu schauen, ob vor einer eventuellen Therapie Gerinnungsstörungen vorliegen oder ob uns das Blut anzeigt, dass jemand blutverdünnende Medikamente einnimmt. Das EKG kann uns zum Beispiel auch schon in dieser Phase wichtige Hinweise auf mögliche Schlaganfallursachen geben, wenn es zum Beispiel, wie hier abgebildet, ein Vorhofflimmern zeigt. Na, da. Na, sehen Sie eine Herzrhythmusstörung und die kann Ursache von Schlaganfällen sein. Ganz wesentlich ist auch die Bildgebung des Kopfes, da komme ich gleich noch dazu. Das machen wir und das machen wir sehr gründlich. Und das machen wir natürlich zum einen gründlich, weil wir die Schwere eines eventuellen Schlaganfalls erfassen, aber manchmal sind die Dinge doch auch etwas anders als auf den ersten Blick erscheinend. Es gibt zum Beispiel Erkrankungen, die sehen aus wie ein Schlaganfall, die sind aber keiner. Und so wie diese beiden Herren hier auf diesem Bild sich doch sehr ähnlich sehen, aber überhaupt nicht miteinander verwandt sind, so kann es zum Beispiel auch Anfallsereignisse geben oder auch Migräne, Migräneauren zum Beispiel, die sehen aus wie ein Schlaganfall und die sind aber keiner. Deswegen ist es wichtig für uns hier ganz genau zum Beispiel bestimmte, ja schon mal vorherige ähnliche Episoden zu erfragen. Wenn Patienten, die unter einem Schlaganfallverdacht gebracht werden, behandelt werden und es stellt sich dann aber raus, das ist gar kein Schlaganfall, dann ist es nicht so ganz dramatisch, wenn die Kontraindikationen beachtet worden sind, wenn zum Beispiel dieser Patient ja alle eine normale Gerinnung hat, dann ist es nicht schlimm, wenn er so eine Lyse verabreicht bekommt. Das andere Szenario, deswegen ist hier das Chamäleon, das ist etwas komplizierter. Es gibt sogenannte Chamäleons. Das sind Erkrankungen oder eher Symptomkombinationen, die sehen überhaupt nicht aus wie ein Schlaganfall, die sind aber einer und stellen sich dann erst im Nachhinein oder bei genauerer Betrachtung als Schlaganfall heraus. Das ist Gott sei Dank nur ein kleiner Teil der Patienten, die solche Chamäleons haben. Aber das ist natürlich relevanter, weil in diesem Fall, wenn man es nicht erkennt, man einem Patienten die Therapie, die er benötigt, möglicherweise vorenthält. Und deswegen gucken wir so genau und deswegen ist es auch mal ganz essentiell und zentral, dass die Untersuchung fachneurologisch durch Fachfrau oder Fachmann erfolgt. Ich hatte eben schon den Wert der Bildgebung erwähnt. Die Bildgebung des Gehirns steht uns seit ungefähr 50 Jahren mit dem CT und etwas kürzer mit dem MRT zur Verfügung. Und das war ganz wesentlich. Sie haben ja vorhin gehört, es gibt unterschiedliche Formen des Schlaganfalls, die Blutung, den Gefäßverschluss. Und natürlich hatte man sich schon viel früher in den 40er, 50er Jahren Überlegungen zur Pathophysiologie, also zu den Vorgängen, die letztlich zum Schlaganfall führen, Gedanken gemacht und hat auch gedacht, nun, beim Blutgerinnsel ist es sicherlich sinnvoll, ein blutverdünnendes Medikament zu verabreichen. Das hat bei manchen Patienten super funktioniert, bei anderen aber nicht und die sind verstorben, weil sie eine große Blutung bekommen hatten. Und solange man eben nicht in den Kopf reingucken konnte, war das ein bisschen so ein Lotteriespiel. Und das wurde dann aber mit der Bildgebung anders. Wir bedienen uns heute in der Akutsituation zumeist eines CTs. Es geht schnell und ist in der Regel auch verfügbar, viel besser als das MRT. Manchmal brauchen wir auch das MRT. In der Regel wird aber ein CT gemacht. Und das kann nun unterschiedlich aussehen. Wir können unterschiedlichen Dingen begegnen, wenn wir so ein CT machen. Zum Beispiel können wir so ein Bild sehen wie hier auf der linken Seite. Das ist auf den ersten Blick und auch hier auf den zweiten Blick und auch wenn Sie alle Schichten durchgehen, ein Gehirn, was normal aussieht. Das kann einem gesunden Menschen gehören. Wenn jemand aber mit einem akuten Schlaganfallsymptom kommt, dann müssen wir unterstellen, dass dieses CT wahrscheinlich die Veränderungen, die im Gehirn passieren, noch nicht darstellen kann, weil noch nicht ausreichend Zeit vergangen ist. Wenn wir so ein CT sehen, bei jemandem mit akuten Schlaganfallsymptomen, dann würden wir ihn oder sie auf diesen Schlaganfallverdacht hin auch behandeln können. Es kann allerdings auch sein, dass wir so etwas sehen wie in der Mitte. Hier sehen Sie sowohl in der rechten als auch in der linken Hirnhälfte schon so dunkle Areale. Das sind schon etwas ältere Schlaganfall
Areale, das ist ein sogenannter demarkierter Infarkt. Und ich sprach vorhin von diesem vulnerablen Gewebe, das dann eben auch sehr zu Blutungen neigt, wenn man dort eine blutverdünnende Therapie dann verabreicht. Und in diesem Fall würde man von einer rekanalisierenden Therapie Abstand nehmen, weil einfach die Risiken, hier wirklich Schaden anzurichten, dem potenziellen Nutzen einer Therapie zu einem inzwischen wahrscheinlich schon sehr späten Zeitpunkt überwiegen. Und es kann natürlich auch sein, dass man so etwas sieht wie auf dem rechten Bild, das ist eine Hirnblutung. Von außen kann man dem Patienten nicht ansehen, ob der eine Hirnblutung hat, also ob sein Gehirn so aussieht oder ob es eben so aussieht, weil den Gefäßverschluss kann man zu einem frühen Zeitpunkt im CT noch nicht sehen. Insofern ist das CT also in vielem eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, wir gucken, dass wir dort eben keine solchen Befunde finden, die gegen eine Akuttherapie sprechen würden, wenn alle anderen Umstände, wie zum Beispiel das Zeitfenster, auch stimmen. Inzwischen ist die Schlaganfalltherapie, und das bezieht sich hier nur auf die Lyse, ziemlich komplex geworden. Das hat in den 90er Jahren begonnen mit den ersten großen Studien und hier sehen Sie, sind immer weitere Studien dazugekommen. Die Abbildung hier ist schon etwas älter, da weisen die Pfeile von 2013 noch in die Zukunft. Diese Studien, die dort erwähnt sind, sind inzwischen schon in unsere klinische Praxis eingegangen. Das ist natürlich dann in der Entscheidungsfindung, was die Diagnose und auch dann gewisse Therapiezugänge angeht, komplexer geworden. Aber dadurch wird es möglich, mehr Patienten als noch vor 20 oder auch 25 Jahren einer Therapie zuzuführen. Wenn nun in der Notaufnahme die Diagnostik und gegebenenfalls Therapie erfolgt sind, dann erfolgt die Aufnahme auf eine Stroke Unit. Stroke Units sind spezialisierte Behandlungseinheiten für die Behandlung von Schlaganfallpatienten und Patientinnen. In Deutschland gibt es davon ungefähr 350, die unterschiedliche Kriterien erfüllen müssen, um zum Beispiel überregionale Stroke Unit zu heißen. Wir in Mannheim haben auch eine große Stroke Unit und arbeiten mit sehr vielen Bereichen zusammen. Das ist auch jetzt ein Konzept, das ist erstmals so in den 40er, 50er Jahren aufgetaucht. Zu der Zeit waren nämlich die Stroke Units noch überall, die Schlaganfallpatienten noch überall verteilt in den Krankenhäusern. Und dann hat man sich erst überlegt, seinerzeit noch in den Vereinigten Staaten, na, vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, diese Patienten irgendwie zu kohortieren und zusammenzubringen, damit man sie besser behandeln kann. Inzwischen ist natürlich noch mal sehr viel Zeit vergangen und es ist was ganz anderes als damals, als die ersten Patienten zusammengekommen sind. Inzwischen ist es so, dass die Schlaganfallbehandlung auf diesen Stroke Units interprofessionell und interdisziplinär erfolgt. Es arbeiten viele Berufsgruppen, viele Disziplinen zusammen in der Behandlung der Schlaganfallpatienten. Schon ganz am Anfang, wenn es um die Diagnostik geht, dann natürlich mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Neuroradiologie zusammen und dann im Weiteren, zum Beispiel, wenn es um die Frührehabilitation geht, mit Physiotherapie, mit Ergotherapie, mit Logotherapie, aber auch anderen medizinischen Disziplinen, der inneren Medizin, wenn es zum Beispiel um die wichtige kardiale Diagnostik geht. Und ein ganz wesentlicher Punkt betrifft hier natürlich auch die Überwachung der Patienten, das Erkennen möglicher Verschlechterungen und Komplikationen und dann natürlich auch das schnelle Reagieren. Ich möchte kurz auf eine gefürchtete Komplikation eingehen, nämlich den malignen Infarkt. Der betrifft bis zu 10% von der Patientinnen oder Patienten, bei denen die mittlere Hirnarterie verschlossen ist. Dort kann es zur Ausbildung eines sehr großen Infarktareals kommen, wie Sie hier sehen. Das ist wieder das uns schon bekannte, etwas dunklere Areal. Und das kann, wenn es sehr groß ist und ausgedehnt ist, dann im Verlauf auch anschwellen und andere Strukturen im Schädel komprimieren, also andere Hirnstrukturen, die eben auch lebenswichtig sind. Das Gehirn hat ja durch die Schädelkalotte keine Möglichkeit, sich auszudehnen, es sei denn, man entfernt einen Teil der Kalotte und das kann dann hier gemacht werden. Durch die Kollegen der Neurochirurgie wird eben ein Teil der Schädelkalotte entfernt und das Gehirn kann sich dann ausdehnen.
Den Effekt davon sehen Sie hier einmal, also der Druck im Gehirn sinkt mit Eröffnung des Schädels, der sogenannten Kraniotomie, und dann nochmal weiter, wenn man die Hirnhaut eröffnet, und im Gegenzug dazu wird die Sauerstoffversorgung des Gehirns besser. Das ist natürlich eine große Operation. Insgesamt ist die Letalität von malignen Medieninfarkten bis zu 90%, wenn man nichts tut. Mit dieser Operation ist es aber möglich, die Sterblichkeit zu reduzieren, nicht zwingend unbedingt das Ausmaß der Behinderung zu reduzieren. Insofern ist das eben etwas, was dann in vielen Fällen auch Ultima Ratio ist, um das Überleben der Patienten zu sichern. Aber ganz wesentlich ist natürlich, man muss wissen, dass es solche Komplikationen gibt, und man muss sie dann natürlich auch erkennen und den Patienten schnell einer Therapie zuführen. Und das geht natürlich am besten, wenn man koordiniert und zentralisiert, eben wie zum Beispiel auf Stroke Units, zusammenarbeitet. Damit bin ich auch schon am Ende mit meinen Ausführungen und übergebe das Vortragszepter jetzt hier an Frau Privatdozentin Neumeier. Vielen Dank.